Hi, herzlich willkommen bei ZDF heute live. Schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Heute kam die Meldung, dass Polen in den nächsten Tagen 4 Kampfjets an die Ukraine liefern will. Dabei handelt es sich um Jets vom Typ MiG-29 aus sowjetischer Produktion. Und damit ist Polen ja jetzt das erste NATO-Land, das Kampfjets liefert. Und das ist ja eine Forderung der Ukraine, die gibt es schon länger. Über diese Forderung und eventuelle Lieferung wurde bei den westlichen Verbündeten in den letzten Wochen ja ganz schön viel diskutiert. Und damit wir alle nochmal einen Überblick kriegen, hat Florian Neuhahn mal zusammengefasst, was heute passiert ist. Schon seit Tagen hatten polnische Regierungsvertreter diesen Schritt angedeutet, Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Heute ist es der polnische Präsident Duda hier bei einem Treffen mit seinem tschechischen Kollegen, der die Ankündigung macht. In den kommenden Tagen werden wir, soweit ich weiß, 4 voll einsatzbereite Flugzeuge in die Ukraine überführen. Weitere werden gewartet und vorbereitet und nach geliefert werden. Es geht um MiG-29, alte Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart. Der Vorteil, ukrainische Piloten kennen sich mit dem System aus, könnten die Jets daher schnell nutzen. Die meisten der polnischen Kampfjets stammen aus alten Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR, wurden wie hier Anfang der 2000er Jahre von Deutschland an Polen übergeben. Genau solche Jets aus alten DDR-Beständen, so berichtet der polnische Präsident Duda heute, würden nun an die Ukraine geliefert. Dafür aber müsste Deutschland als Herkunftsland zustimmen. Doch der deutsche Verteidigungsminister weiß am Nachmittag von nichts. Ich habe bislang keine Bestätigung aus Polen, dass das passiert ist. Ich kenne die Medienmeldung, aber keine Bestätigung, dass das tatsächlich die Absicht ist und wann. Und ich habe auch insbesondere keine Bestätigung darüber, dass es MiGs sind aus alten DDR-Beständen. Kampfjets für die Ukraine. Es ist eine neue Stufe der militärischen Unterstützung des Westens. Doch die Ankündigung aus Polen lässt heute noch einige Fragen offen. Ja, wir haben es gerade gehört, die Zustimmung aus Deutschland sei nicht erforderlich für diese Jets, sagt Polen, weil die eben aus Tschechien seien. Wir wollen heute trotzdem mal drauf gucken, was sagt eigentlich Deutschland, was sagt Berlin zu dieser Meldung? Was sagen die anderen NATO-Partner, insbesondere der größte NATO-Partner USA? Und wie verändern diese Jets jetzt den Krieg? Was bringen diese Kampfjets? Darüber wollen wir hier heute sprechen und diskutieren. Zum einen mit unserer Korrespondentin in Berlin, Shakuntala Banerjee, mit unserem Korrespondenten in Washington, Elmar Thewissen, und mit dem Militärexperten Sönke Neitzel. Und natürlich wie immer auch mit euch da draußen, die gerade zuschauen. Habt ihr Fragen an unsere Korrespondentin oder an den Militärexperten? Oder wollt ihr einfach mal eure Meinung zum Thema mit uns teilen? Dann tut das gerne direkt hier im YouTube-Chat oder per Mail an zdfheute-live@zdf.de. Und jetzt gucken wir erstmal auf die Reaktionen in Berlin. Und das machen wir gemeinsam mit Shakuntala Banerjee, die uns zugeschaltet ist. Hallo Shakuntala. Hallo, schönen guten Abend. Ja, wir haben heute diese Meldung empfangen. Du bist gerade in Berlin. Gibt es denn schon Reaktionen aus dem politischen Berlin, aus der Bundesregierung auf diese Meldung? Ja, so richtig viel kann die Bundesregierung da momentan noch gar nicht zu sagen, denn bei denen gibt es einfach momentan noch sehr, sehr viele Fragezeichen hinter dieser Ankündigung. Da stellt sich vor allem die Frage, was genau hat der polnische Präsident gemeint, um welche Kampfflugzeuge handelt es sich, woher kommen die ursprünglich und muss Deutschland zustimmen oder nicht? Also wir haben es ja schon gehört, dass der polnische Präsident gesagt hat, dass da geht es um alte DDR-Bestände. Er hat aber zugleich in der Ankündigung gesagt, dass seien Flugzeuge, die in den 90er Jahren übernommen worden seien. Und da kamen dann gleich Zweifel auf, denn der direkte Austausch zwischen Deutschland und Polen, den gab es erst 2003 mit einem entsprechenden Abkommen. Also direkt auf direktem Wege können die sozusagen nicht von Deutschland abgegeben worden sein. Dann gab es die Vermutung, dass es sich um tschechische Flugzeuge handelt. Und wir haben dann beim Bundesverteidigungsministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt, wie viel weiß man da jetzt. Und man prüft eben noch. Man sagt, das ist in solchen Fällen gar nicht so einfach zu beantworten. Man muss sich ganz genau anschauen, wo kommt das Flugzeug ursprünglich her. Die Frage ist momentan noch offen. Ja, du sagst es, aktuell liegt also keine Anfrage aus Polen vor. Ist die denn zu erwarten, beziehungsweise wenn, wann wäre die denn zu erwarten? Ja, das ist das große, große Fragezeichen. Wenn diese Flugzeuge tatsächlich ursprünglich aus alten DDR-Beständen sind, dann müsste Berlin tatsächlich zustimmen. Das ist egal, ob
die dann zwischendurch in Tschechien gewesen sind oder nicht, das ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt eine sogenannte Endverbleibsklausel, damit solche Flugzeuge und Kampfmittel, die aus Deutschland kommen, nicht in irgendwohin geliefert werden. Und diese Endverbleibsklausel, die erlischt auch nicht, egal wie oft es weitergegeben wird. Also das gilt es jetzt erstmal zu klären und natürlich abzuwarten, ob Polen sich tatsächlich noch mit einem Antrag meldet. Es wäre nicht das allererste Mal, dass das nicht passiert. Man hat sich hier heute sehr schnell daran erinnert, dass Polen auch schon einmal die Lieferung von Kampfpanzern angekündigt hat und das so formuliert hat, als ob es in den nächsten Tagen und Wochen bevorstünde. Dann hat man hier in Berlin auf einen Antrag gewartet und der kam nach Aussagen, die wir heute gehört haben, dann später nicht. Also es ist noch gar nicht klar, ob Polen dann tatsächlich auch Nägel mit Köpfen macht. Ganz klar ist, dass Polen zu den allerersten gehört hat, die schon zu Kriegsbeginn gesagt haben, die Ukraine braucht Kampfflugzeuge und lasst uns Kampfflugzeuge dieses Typus doch liefern. Damals gab es große Widerstände, unter anderem aus den USA, die gesagt haben, da ist das Eskalationsrisiko viel zu hoch. Und man sieht jetzt gerade an den aktuellen Reaktionen, aus NATO-Kreisen hören wir, dass die USA da gar keine so großen Einwände mehr hat, wie sich da auch die Diskussion verschiebt. Und auch als wir heute nachgefragt haben in Berlin, waren die Reaktionen nicht mehr so ablehnend, rundweg ablehnend, wie wir es noch im vergangenen Jahr gehört hätten. Also da verschiebt sich momentan in der Diskussion ein wenig was. Okay, also auch eine sehr spezielle Reaktion jetzt auf ein polnisches Verlauten. Das gab es wohl schon mal und da lag dann auch gar kein Antrag vor. Lass uns mal davon ausgehen, es kommt jetzt noch zu so einem Antrag, der dann eingeht in Berlin. Wie wahrscheinlich wäre es denn dann, dass Deutschland Ja sagen würde? Also in dem Fall, dass Polen alte DDR-Flugzeuge, Kampfjets senden wollen würde. Ganz genau kann man das heute noch nicht sagen, aber man kann ja sehen, wie jetzt die Reaktionen hier sind. Wäre es absolut ausgeschlossen, dann hätten wir heute bei unseren Nachfragen schon Hinweise darauf bekommen, dass es da eine rote Linie gibt. Das war ja lange Zeit so, dass es aus der Bundesregierung hieß, also Kampfflugzeuge sollten wir auf gar keinen Fall liefern. Solche Äußerungen haben wir hier schon länger nicht mehr gehört in Berlin. Es ist auffällig in der Kommunikation der Bundesregierung, dass sie zumindest eben in der Kommunikation die roten Linien aufgehoben hat. Da wird nichts mehr ausgeschlossen. Ich meine, es war Robert Habeck, der auch gesagt hat, wir wollen gar nichts mehr kategorisch ausschließen, wenn es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht. Dem Bundeskanzler ist es immer wichtig gewesen zu sagen, bevor Deutschland etwas liefert, muss es sich einigen mit Bündnispartnern. Aber dass andere Länder Mittel liefern können, Kampfmittel liefern können, wenn sie das selber für nötig halten. Das ist auch schon mehrfach in der Diskussion hier gefallen in Berlin. Also halte ich es auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass sich Berlin hier am Ende nicht verweigern würde, wenn Polen tatsächlich diese Kampfflugzeuge liefern wollte. Ich glaube, es wird jetzt in der Debatte im Weiteren sehr viel darum gehen, ob eine solche Lieferung von alten Kampfflugzeugen tatsächlich einen qualitativen Unterschied machen würde. Also ob es das Kriegsgeschehen in der Ukraine wesentlich beeinflussen könnte. Der nächste Schritt, der dann folgen würde, wäre vermutlich in der öffentlichen Debatte die Forderung auch nach Lieferung von Kampfflugzeugen neuerer Bauart. Und damit würde sich die Bundesregierung deutlich schwerer tun. Ja, also wir sehen, es sind noch ganz viele Fragen offen am heutigen Tag. Erstmal vielen Dank dir, Shakuntala, für deinen Input. Und wir wollen jetzt den Blick mal etwas weiten, weil diese Entscheidung über Lieferungen an die Ukraine, über die wir hier bei ZDF heute live ja schon ganz oft gesprochen haben, die sind ja innerhalb des NATO-Bündnisses oft abgesprochen. Und wie da reagiert wird, insbesondere beim größten NATO-Partner, den USA, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Elmar Thewissen. Hallo Elmar. Hallo nach Deutschland. Ja, seit heute ist klar, der erste NATO-Partner liefert Kampfjets. Du sitzt ja gerade in Washington. Wie reagiert denn jetzt der größte NATO-Partner USA darauf? Ja, es gibt eine ganz klare Linie, die offenbar aus dem Weißen Haus vorgegeben ist, weil wir hören sie auf verschiedenen Podien heute von verschiedenen Gesprächspartnern. Wir haben aber vorhin selber mit John Kirby gesprochen, gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Und der hat im Grunde genommen die Linie dann auch formuliert. Er hat gesagt, das ist die souveräne Entscheidung eines Landes, diese Kampfjets zu liefern. Das respektieren die USA. Das ist der eine Teil. Und das ist natürlich schon eine Veränderung der Position
Position zu dem, was wir in den letzten Monaten so gehört haben. Und das Zweite, was er dann sagte, das hat keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung der USA, ob sie selber auch bereit sind, moderne Kampfjets zu liefern. Da ist ja immer die Rede von F-16-Kampfflugzeugen, die die USA liefern könnten, vielleicht auch andere NATO-Partner. Also die Entscheidung Polens ist keine Vorwegnahme dieser Entscheidung. Die USA bilden zurzeit zwar zwei ukrainische Piloten hier in den USA in Arizona aus, aber nur auf Flugsimulatoren, auf F-16-Kampfflugzeugen, weil sie mal feststellen wollen, wie viel wissen die denn eigentlich, wie schnell könnten die möglicherweise das Fliegen dieser Jets erlernen. Aber das bedeutet eben nicht, das hat John Kirby nochmal sehr klar gemacht, dass dann auch die USA in den nächsten Wochen schon bereit sein würden, F-16-Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Kannst du denn aktuell einschätzen, was passieren müsste aus US-Sicht, damit diese F-16-Jets geliefert werden würden? Ja, ich glaube, was wir hier erleben, ist ja eine graduelle Veränderung innerhalb der NATO. Und das hat in erster Linie damit zu tun, was in der Ukraine passiert. Man hat jetzt über mehr als ein Jahr doch eine sehr große Unterstützung für die Ukraine gegeben. Aber es hat noch nicht dazu geführt, dass Moskau in irgendeiner Form von seinen Maximalforderungen abgewichen wäre. Und das bedeutet, dass die NATO-Partner ganz offenbar gestern auch wieder in der Kontaktgruppe, aber auch in den letzten Wochen schon miteinander darüber geredet haben, was wäre eigentlich zu tun, damit Putin sich bewegt. Und dazu gehört Geländegewinne innerhalb der Ukraine, also Teile der Ostukraine zurückzuerobern. Und deswegen hat man ja in den letzten Monaten auch die Lieferung von Kampfpanzern, Leopard 2, aber auch Abrams-Panzern beschlossen. Wann die dann jeweils da geliefert werden, werden wir noch sehen. Aber das scheint wichtig zu sein, um Putin und die russischen Streitkräfte mehr unter Druck zu setzen. Und man ist noch nicht so weit, dass man sagt, man braucht modernste Flugzeuge, Kampfflugzeuge dafür, weil es geht in erster Linie um Territorium zurückzuerobern im Osten der Ukraine. Es geht noch nicht um die Krim, um die Halbinsel, sondern es geht nur um anderes Territorium. Und das kann man erreichen, einerseits natürlich mit dem schon gelieferten, zweitens vielleicht auch mit weiterreichenden Raketen. Auch da erwarten wir in den nächsten Wochen eine Weiterentwicklung, vielleicht eine Entscheidung, diese zu liefern und dann eben auch die Lieferung von Kampfjets, die aber, ich sag mal, einfacher für die ukrainischen Piloten zu fliegen sind und für die auch der Nachschub, sprich Ersatzteile etc. gewährleistet werden können. Das wäre für modernere Kampfjets wie den F-16 sehr, sehr schwierig. Wir haben hier gerade zu diesem NATO-Gefüge, was ja jetzt im Zuge dieser Lieferungen immer im Fokus ist, mal eine Frage aus der Community an dich. Und zwar fragt Sven Odendahl auf Facebook, ist das nicht wieder ein Zeichen für die Spaltung innerhalb der NATO, die schon bei den Panzerlieferungen deutlich zutage traten? Ich glaube, man will genau das vermeiden, was bei den Panzerlieferungen nämlich geschehen ist, dass am Ende man irgendwie immer den Finger auf den anderen zeigen konnte. Und dann wurde ja die Formulierung gefunden, wir brauchen einen strategischen Gleichschritt. Das hat ja dann hier in Washington vor ein paar Wochen auch Joe Biden gesagt, als der Bundeskanzler hier war. Der hat die gleichen Worte dann auch gebraucht. Aber im Grunde genommen war man da hier in Washington schon in dieser Haltung zu sagen, die Deutschen hätten das eigentlich auch souverän alleine entscheiden können, dass sie Leopard 2 Panzer liefern. Und es hätte man nicht abhängig machen müssen von den USA. Warum? Eben, weil man zu dem Schluss gekommen ist, es ist jetzt mehr erforderlich, in den nächsten Wochen und Monaten also einen Schritt weiter zu gehen, die Ukraine noch mehr zu unterstützen, damit der Punkt kommt, an dem auch Wladimir Putin ein Interesse daran haben könnte, von den Maximalforderungen abzuweichen. Und dazu gehört zum Beispiel die Nachschubwege der russischen Streitkräfte zur Krim abzuschneiden. Und das kann man nicht nur mit reinen Bodentruppen. Dazu braucht man weiterreichende Raketen. Dazu braucht man natürlich auch Kampfflugzeuge. Nur eines wollen alle vermeiden, auch die USA ganz voran. Sie wollen nicht direkt in den Krieg hineingezogen werden. Also sie wollen auch nicht, dass diese Kampfflugzeuge dann verwendet werden, um Ziele auf russischem Boden anzugreifen. Das wäre die rote Linie, die man sicherlich vor diesen Lieferungen gegenüber der ukrainischen Regierung sehr klar gemacht hat. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Fragen aus der Community. Ich habe hier noch mal eine von Stefan auf YouTube und der fragt, kommt diese Kampfjet-Koalition überhaupt noch rechtzeitig zum Tragen, um der ukrainischen Frühjahrsoffensive den Weg zu ebnen, beziehungsweise welche Rolle spielen Kampfjets im Gefecht der verbundenen Waffen? Kannst du uns dazu was sagen?
Ja, keine ganz so große, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben es ja in erster Linie tatsächlich mit einem Bodenkrieg zu tun. Und dazu braucht man das vorhin beschriebene Artilleriegeschütze, die auch weiterreichende Raketen möglicherweise abfeuern können. Und dann eben auch Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Da hat man ja schon einiges geliefert. Die Kampfflugzeuge sind vielleicht in erster Linie dann dazu da, um den Vormarsch abzusichern, vielleicht eben auch dabei zu helfen, die Nachschubwege zu zerstören für die russischen Streitkräfte. Aber man muss klar sagen, die russische Luftwaffe hätte eine haushohe Überlegenheit. Auch jetzt schon hat sie die eigentlich. Interessanterweise werden die Kampfflugzeuge der russischen Streitkräfte gar nicht so häufig eingesetzt, wie man vielleicht erwarten könnte, weil es eben nicht darum geht, den Krieg auch aus russischer Sicht irgendwo anders hin als auf den ukrainischen Boden und den Vormarsch zu tragen. Das erledigt man lieber mit Raketen, weil man dann natürlich auch ein geringeres Risiko eingeht. Und auch aus amerikanischer und NATO-Sicht gibt es kein Interesse daran, dass eben tatsächlich am Ende ukrainische Kampfflugzeuge, von denen es nur noch wenige gibt zurzeit, also diese auch zu nutzen, um den Krieg weit auch auf russisches Territorium zu tragen. Und wir haben hier abschließend noch eine Frage, die sich auch direkt an dich adressiert. Und zwar fragt Extract of Pineal Gland auf YouTube eine Frage an Herrn Thewissen. Wie könnte sich die Unterstützung der USA für die Ukraine ändern, wenn Trump wieder Präsident würde? Ja, das ist das große Fragezeichen, was hier existiert. Trump war ja, wie wir es nennen, ein transaktionaler Präsident, der also immer einen Deal gemacht hat, wenn er irgendeinen Vorteil daraus schlagen kann. Wenn Trump wieder Präsident würde, müsste man damit rechnen, dass er irgendeinen Deal macht mit Wladimir Putin zu Ungunsten der Ukraine. So ist eigentlich die Lesart hier. Ganz super spannend ist gerade, dass ja einer der möglichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Ron DeSantis, diesen Krieg in der Ukraine als Gebietsdisput zwischen Ukraine und Russland bezeichnet hat, wo Amerika eigentlich gar keine großen Interessen vertreten sollte. Also auch wenn ein Ron DeSantis gewählt würde, müsste man sich darauf einrichten, dass die USA nicht mehr die Unterstützung für die Ukraine geben, wie wir sie bisher erlebt haben. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb die Amerikaner allen voran die Biden-Administration auch Druck machen, möglichst voranzukommen, also Geländegewinne für die Ukraine zu erzielen, die Unterstützung noch auszubauen in den nächsten Wochen und Monaten, damit man hoffentlich noch im Verlauf dieses Jahres zu einem Punkt kommt, an dem Wladimir Putin bereit ist, von seinen Maximalforderungen abzurücken. So viel erstmal zum Blick in die USA. Vielen Dank, Elmar, dass du meine und die Fragen der Community so beantwortet hast. Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt einmal den Blick auf die deutsche Bundesregierung geworfen. Wir haben zum größten NATO-Partner USA geblickt. Lasst uns jetzt nochmal den Blick in die Ukraine werfen und über den wirklichen Einfluss sprechen, den diese Jetlieferungen jetzt auf den Krieg haben und was sie auch perspektivisch für den weiteren Kriegsverlauf bedeuten könnten. Und das machen wir gemeinsam mit Militärexperte Sönke Neitzel. Hallo, Herr Neitzel. Wenn ihr Fragen an Herrn Neitzel habt oder eure Meinung mit uns teilen wollt, dann macht das gerne weiterhin hier im YouTube-Chat oder per Mail an zdf-live@zdf.de. Herr Neitzel, das ist eine Frage, die haben sich heute bestimmt viele gestellt. Wir hören jetzt ja erstmal nur von 4 Jets. Was für einen Einfluss haben diese 4 Jets jetzt wirklich auf den Ukraine-Krieg? Naja, 4 Jets, das kann man sich ja vorstellen, haben natürlich keinen großen Einfluss, aber das ist ein politisches Zeichen, wenn sie dann wirklich geliefert werden, wollen wir mal abwarten. Manchmal nimmt Polen ja den Mund ein wenig voll, aber gehen wir mal davon aus, sie werden geliefert. Ist das, glaube ich, ein Zeichen, ein erster Schritt. Und man muss, glaube ich, kein Seher sein, um zu prognostizieren, dass dann weitere MiG-29 folgen werden. Und letztlich geht es darum, um die Frage, hat die Ukraine überhaupt noch eine Luftwaffe? Kann sie in der dritten Dimension der Luft Krieg führen? Und das wäre aus meiner Sicht ein wichtiges Zeichen, jetzt von Polen angeführt, vom Westen, dass man sagt, ja, wir erhalten eine ukrainische Luftwaffe. Das ist, sagen nach wie vor, nicht vielleicht die allergrößte Wichtigkeit, aber es ist wichtig, dass sich die Ukraine auch in der Luft verteidigen kann. Und dazu braucht sie MiG-29. Sie haben das eben schon angesprochen, dritte Dimension, also quasi der Luftraum in so einem Krieg. Können Sie uns mal einen Überblick darüber geben, welche Rolle spielen denn überhaupt Kampfjets bisher in diesem Krieg auf der ukrainischen Seite und auf der russischen Seite?
Ja, das Erstaunliche ist, Herr Tevissen hat es auch schon angesprochen vorhin, dass wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die russische Luftwaffe in der Lage sein würde, die Luftherrschaft über der Ukraine sehr schnell zu erkämpfen und dann auch einen hohen Einfluss auf die Bodenkämpfe hat, weil die technische und die zahlenmäßige Überlegenheit der russischen Luftwaffe enorm war. Also die Ukraine hatte vielleicht ja, so 150 Kampfflugzeuge, als der Krieg ausbrach, und die Russen haben vielleicht die zehnfache Zahl. Aber die Ukrainer haben sich sehr geschickt verteidigt, haben also in der Nacht vor dem Angriff ihre Flugzeuge zurückgezogen, nach Westen verlegt. Sie haben den Krieg in der Luft vor allen Dingen mit Boden-Luft-Raketen geführt. Und das hat zu erheblichen Verlusten in der russischen Luftwaffe geführt. Und es gelang eben nicht, diese Boden-Luft-Raketen auszuschalten. Und auch der Westen liefert jetzt auch Deutschland diese Iris-T-Raketen. Das heißt, der Krieg in der dritten Dimension in der Luft wird vor allen Dingen mit Raketen geführt. Und trotzdem gibt es immer noch Einsätze, nicht so sehr zahlreich, also in einem niedrigen dreistelligen Bereich, an der gesamten Front pro Tag. Also das sind letztlich im Vergleich zu den Weltkriegen oder so, ist es relativ wenig. Aber die Ukraine fliegen eben auch noch immer, wenn auch weniger Einsätze, aber sie sind da. Und die wenigen ukrainischen Jagdflugzeuge, die es noch gibt, sind auch eine Gefahr für die Russen. Also darum geht es letztlich, nicht? Es ist in gewisser Weise, kann man sagen, ein Nebenkriegsschauplatz, also der Kampf mit Flugzeugen in der klassischen Form. Aber er ist da, und die Russen benutzen ihre Luftwaffe vor allen Dingen dafür, um über den eigenen Flughäfen aufzusteigen, also im russischen Territorium, und von dort aus Raketen, Langstreckenraketen in die Ukraine abzuschießen. Wir haben ja auch direkt eine Frage aus der Community zu Raketen und der Verbindung zu Kampfjets. Und zwar fragt Markus auf YouTube, sind die polnischen MiG, über die wir jetzt gerade sprechen, fähig, auch AMRAAM oder ähnliche weitreichende Raketen zu verschießen? Bislang sollen die Ukrainer nur alte Luftraketen haben. Naja, die MiG-29 sind ja, also es gibt, sie können auch bestückt werden mit Raketen der NATO, mit modernen Raketen. Diese polnischen MiG-29 sind alle abgedatet worden. Also das sind nicht mehr die Flugzeuge, die sagen 1988 an die NVA-Luftwaffe geliefert worden sind. Und die ukrainischen Streitkräfte sind in einem erstaunlichen Ausmaß in der Lage, auch zu improvisieren und alle möglichen Raketen sagen, an ihre Flugzeuge zu heften. Der Hauptzweck aber dieser MiG-29, soweit ich das überblicke, ist allerdings wirklich die Luftverteidigung. Allerdings auf größere Entfernung, also jetzt wahrscheinlich nicht der Kurvenkampf, wie man das vielleicht aus den Weltkriegen noch im Kopf hat, sondern der Kampf mit Luft-Luft-Raketen. Und da werden sie sicherlich einen wichtigen Einfluss haben, der nicht zu groß ist, aber immerhin, man erhält, wie ich schon sagte, damit die Kampffähigkeit in der dritten Dimension. Eine Sorge, die diese Debatte in den letzten Wochen um diese Lieferung von Kampfjets ja immer begleitet hat, war ja, ob die Ukraine solche Kampfjets theoretisch auch nutzen könnte, um russische Gebiete angreifen zu können. Wie realistisch ist das denn generell und überhaupt mit diesen MiG-29? Ja, Jet ist nicht gleich Jet, wobei man natürlich sagen muss, man kann mit MiG-29 alles Mögliche tun. Es ist eigentlich ein Jagdflugzeug, aber natürlich wird es auch Möglichkeiten geben, da irgendwie im Zweifelsfall eine Bombe oder eben auch eine Mittelstreckenrakete oder eine Rakete, mit der man auf russisches Territorium wirken kann, da drunter zu packen. Sehr sinnvoll ist das bei der MiG-29 nicht. Das macht man eher mit Jagdbombern, also mit Su-27, 23 Flugzeugen, von denen die Ukraine auch ein paar haben. Ich glaube, bei der MiG-29 geht es vor allen Dingen um die Stärkung der Luftverteidigung. Darum, glaube ich, geht es, dass man das noch machen kann, dass man russische Flugzeuge noch bekämpfen kann. Darum geht es hier. Und nicht darum, jetzt irgendwie, ich weiß nicht, in der Nähe von Moskau Ziele anzugreifen. Das werden die Ukrainer weiter mit Drohnen machen. Wir haben hier nochmal eine Frage zur generellen Symbolik dieser Ankündigung von heute. Und zwar fragt SkidMG auf YouTube, könnte die Entscheidung, Kampfjets zu liefern, eine Antwort Polens auf die gestrigen Verhaftungen russischer Spione sein? Das glaube ich nicht. Also wir alle schauen der polnischen Regierung nicht in den Kopf. Aber ich glaube, dass diese Lieferung der MiG-29 ist eine Sache, die ja ganz, ganz lang schon vorbereitet wird. Wir erinnern uns daran, dass schon wenige Monate nach dem Ausbruch des Krieges
dass schon mal überlegt wurde, diese MiG-29 über Rammstein an die Ukraine zu liefern. Das haben die Amerikaner damals abgelehnt. Und es ist eigentlich eher die Notwendigkeit, jetzt, die Ukrainer haben immer weniger Flugzeuge, immer weniger flugbereit. Die Notwendigkeit, jetzt Flugzeuge zu liefern, um überhaupt eine ukrainische Luftwaffe zu erhalten, ist jetzt eben viel größer als vor 10 Monaten. Und das ist, glaube ich, jetzt der Schritt, den man machen will. Und es ist, glaube ich, auch ein symbolischer Schritt jetzt, weil es auch darum geht, innerhalb Europas immer deutlich zu machen, wer ist denn Nase vorn. Also bei diesen ganzen Waffenlieferungen ist es ja leider nicht nur so, dass man irgendwie geschlossen ist und die EU gemeinsam, sondern gerade das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen ist da durchaus gespannt. Und nach diesen Panzerlieferungen benutzt, glaube ich, Polen jetzt neben dem rein militärischen Argument das jetzt auch als ein Zeichen, dass Polen, anders als Deutschland, jetzt sogar noch einen Schritt weiter geht und die Ukraine noch umfassender unterstützt. Lassen Sie uns mal den Blick so ein bisschen weiten von Polen auf die anderen westlichen Bündnispartner. Man fühlt sich ja so ein bisschen erinnert an diese Debatte damals um die Leopard 2 Panzer, wo auch Polen vorangegangen ist und dann sind nach und nach andere nachgezogen. Ist das jetzt eine ähnliche Situation? Hier fragt auch jemand aus der Community, Daniel Wü auf YouTube, mich würde interessieren, wie denn die Bestände an Kampfjets sind in Europa, die für die Ukraine sofort nutzbar wären. Ja, um auf diese Frage direkt zu antworten, so sehr viel sind das nicht. Also die Polen haben, wenn ich es richtig so knapp 30 MiG-29, davon sind aber auch einige Trainingsflugzeuge und die Slowaken haben so ungefähr 10. Das ist zunächst der MiG-29-Bestand, den man unmittelbar liefern kann. Andere Staaten haben ihre MiG-29 stillgelegt, weil die eben aus den 80er Jahren kommen im Design. Es gibt weltweit noch andere Nationen, die MiG-29 fliegen, Algerien zum Beispiel, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass man außerhalb Europas jetzt Kampfflugzeuge in die Ukraine liefert. Also das ist relativ begrenzt und auch deswegen haben wir ja schon eine Debatte, also auch diese, wenn Polen und die Slowakei alle ihre MiG-29 liefern würden, reden wir vielleicht über 30, auch die werden irgendwann kaputt sein. Und wenn man will, dass die Ukraine eine Luftwaffe hat, wenn man will, dass sie sich in der Luft verteidigen kann, dann wird man nicht umhin kommen, auch irgendwann F-16, von sprachen wir schon, zu liefern. Und deswegen, glaube ich, beginnen die Amerikaner auch schon hier und da mit der Pilotenausbildung, weil das ist dann nochmal ein anderer Step. Da muss man dann Piloten länger schulen, als es bei der MiG-29 der Fall ist. Also die Bestände der MiG-29 sind relativ begrenzt. Das heißt aber auch, wir hier in Deutschland hätten eigentlich gar keine Jets, die in die Ukraine gehen könnten. Naja, also das ist eine politische Entscheidung. Liefern kann man natürlich alles. Was fliegen die Deutschen? Die Deutschen fliegen Tornado. Das Ding ist noch deutlich älter als eine MiG-29, ein Jagdbomber. Das empfiehlt sich wirklich nicht, weil wird ja nur noch von Klebeband zusammengehalten, wenn ich es jetzt ein bisschen salopp sage. Die modernsten deutschen Jets sind die Eurofighter. In einer Multirollenfunktion, Jagdflugzeug, aber auch ein Jagdbomber. Aber das empfiehlt sich nicht. Es empfiehlt sich wirklich die F-16. Die F-16 ist das am meisten verkaufte Flugzeug seiner Art, über 4000 Mal gebaut und wird von, ich weiß nicht, 25 Nationen noch geflogen. Also wenn man das im Hinblick auf Wartung und so weiter, wer fliegt das alles in Europa? Eine Menge Staaten. Dann ist die F-16, wenn man so will, der Leopard 2 der Luft. Es gibt hier auch Fragen aus der Community, die sich auf die russische Seite beziehen. Und zwar fragt Thomas Zachmeier auf Facebook, welche Kampfjets stehen auf russischer Seite diesen Fliegern gegenüber und sind diese überlegen? Ja, die Russen, also wie gesagt, die MiG-29 kommt aus den 80er Jahren und die Russen haben mittlerweile natürlich und ist dann auch mehrfach abgedatet worden. Eine heutige MiG-29 hat mit einer von den 80er Jahren nicht mal so schrecklich viel zu tun. Mit anderer Technik natürlich drin, aber die Russen haben Kampfflugzeuge, Jagdflugzeuge, Jagdbomber, die wesentlich moderner sind. Und es kommt ja sehr stark darauf an, welche Raketen, welche Luftraketen man vor allen Dingen hat, welche Radargeräte. Und da ist die MiG-29 in dieser Form, auch wenn die gleich abgedeckt worden ist, den modernsten russischen Jets schon unterlegen. Also es sind alles kleine Bausteine einer Kampfkraft. Und wir sehen in diesem Krieg, er wird einerseits mit Hightech geführt, aber auch mit relativ alten Waffen. Das ist eine ganz krude Mischung. Und diese MiG-29 werden jetzt nicht der Ukraine die Luftherrschaft
über dem Schlachtfeld zurückerobern. Aber sie sind ein kleiner Baustein, um auch russische Flugzeuge zu bedrohen, um es der Ukraine ein Stück leichter zu machen, diesen Krieg durchzuhalten. Wir haben hier noch eine Frage, die sich auch auf Russland bezieht, von Streambock auf YouTube. Wie würde denn Russland reagieren, wenn der Krieg auf das russische Staatsgebiet ausgeweitet werden würde? Also wenn quasi die Ukraine in Russland einmarschiert. Halten Sie das für realistisch? Nein, das halte ich nicht für realistisch, denn wir überlegen uns ja zurzeit, wie ist es überhaupt möglich, dass die Ukraine eine Gegenoffensive macht, und wir diskutieren, ob es überhaupt möglich ist, dass die Ukraine russische Streitkräfte von ihrem Territorium vertreibt. Und die meisten Experten, auch ich, würde sagen, naja, also die hoffentlich schaffen es die Ukraine, eine Gegenoffensive zu machen. Das wäre schon ein echter Erfolg, wenn sie die Landbrücke durchschneiden würden, also wenn sie das Schwarze Meer erreichen. Eine Rückeroberung allen Territoriums, also wenn wir an die Krim denken, den Donbass, halte ich im jetzigen Zeitpunkt eher für unrealistisch. Und erst recht ein Einmarsch nach Russland, und davon spricht auch niemand. Es ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, überhaupt den Stand vom 24. Februar wieder zu erreichen. Und alles andere wäre rein utopisch, dafür reichen die Kräfte nicht aus. Und es ist auch, glaube ich, nicht das Ziel der Ukraine. Kann man denn gerade schon absehen, wie Russland, wie Moskau auf diese Ankündigung heute reagieren wird? Naja, wenn sie denn wirklich kommt, noch ist es ja sozusagen nur verbal, wenn diese vier Flugzeuge wirklich geliefert werden, dann ist es relativ klar, wie Russland reagieren wird. Russland wird sagen, das ist eine weitere Eskalation, damit wird Polen Kriegspartei und so weiter und so weiter. So hat Russland immer reagiert und erfolgt ist nichts darauf. Jetzt kann man natürlich nie sicher sein, also keiner kann Putin in den Kopf schauen, aber es ist natürlich genauso wie es unwahrscheinlich war, dass Putin jetzt nennenswert eskaliert wegen 50 Panzern, ist es natürlich genauso unwahrscheinlich, dass er nennenswert eskaliert wegen 4 MiG-29. Aber er wird natürlich die Ängste, die gerade in Deutschland vorhanden sind, weiter schüren. Solche Kommentare wird es geben. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass ganz konkret darauf etwas folgt. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Polen aktuell nur die MiGs liefern möchte, die sie von Tschechien bekommen haben, und dass, wenn alte DDR-MiGs geliefert werden sollten, dann müsste ein Antrag in Deutschland gestellt werden. Und hier fragt Sven Oden da nochmal auf Facebook, welche Strafen drohen denn, wenn sich Polen nicht an diese Antrags- oder an diese Anfragepflicht halten würde? Ja, also das, ich halte es für relativ unrealistisch. Nehmen wir an, jetzt Polen würde diese Jets einfach liefern, dass die Deutschen dann, es müsste man ja erstmal vor Gericht ziehen, müsste ein Gericht diese Strafen festlegen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das Verhältnis der Deutschen und Polen ist ohnehin schon sehr angespannt. Das ist ja schon eine lange Vorgeschichte, dieser Krieg. Man fühlte sich im Übergang in Polen mehrfach. Aber auch jetzt bei der Ausbildungsmission, bei der EU-Ausbildungsmission, wo ja Polen und Deutsche zusammenarbeiten, knirscht es hinter den Kulissen ganz gewaltig. Und ich glaube, dass die Bundesregierung darüber, ja, also sie würde öffentlich, glaube ich, nicht kein großes Fass ausmachen. Man würde hinter den Kulissen versuchen, auch mit amerikanischer Unterstützung den Polen klarzumachen, dass es so nicht geht. Aber ich glaube nicht, dass das öffentlich gegen Polen in einer wesentlichen Weise verwendet würde, weil es geht ja auch darum, dass die EU weiter geschlossen bleibt. Und diese Geschlossenheit ist ja auch ein wichtiges Kriegsmittel, ein wichtiges Zeichen Richtung Russland. Und jede Form des öffentlichen Streits wäre nur kontraproduktiv. Und ich glaube auch nicht, dass Polen diese MiG-29 ohne eine deutsche Genehmigung liefern würde. Und lassen Sie uns abschließend noch mal so ein bisschen einen Ausblick geben. Hier gibt es eine Frage von Lucky Luke auf YouTube. Für wie realistisch halten Sie es, dass auch andere Nationen mit ihrer Entscheidung, Kampfflugzeuge zu senden, nachziehen werden nach heute? Also ich weiß, dass die Slowakei das sehr lange diskutiert, dass auch der slowakische Außenminister dafür ist, der slowakische Verteidigungsminister. Ist aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Parlamentsentscheidung in der Slowakei. Also aber die Slowakei, zumindest die Regierung, will das auch tun. Und es geht letztlich wirklich zurzeit nur um diese beiden Staaten, weil nur die einen MiG-29 haben. Und ich glaube, eine Lieferung von F-16 steht zurzeit nicht an. Meines Wissens wird sie in den USA jetzt aktuell nicht diskutiert, auch in anderen Staaten
Aber wir werden das, glaube ich, erleben. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das nie erfolgen wird, denn die Ukraine wird weiter Flugzeuge in diesem Kampf auch verlieren. Und es ist ein Interesse des Westens, überhaupt eine ukrainische Luftwaffe zu erhalten, überhaupt die Möglichkeit den Ukrainern zu geben, sich auch mit Flugzeugen in der Luft zu verteidigen. Ja, und abschließend für Sie noch ein speziell an Sie gerichtetes Lob von Feierabend 1, der auf YouTube sagt, Herr Neitzel ist eine gute Wahl für die Beurteilung der Lage. Also in dem Sinne vielen Dank für die Beantwortung der Fragen von mir und der Community. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, ich gucke zum Abschluss hier nochmal in eure Gemütslage und in eure Kommentare. Hier sagt zum Beispiel Domvoy auf YouTube ein sehr gefährlicher Schritt, das Ganze. Es geht dabei nicht um die lächerliche Anzahl von 4 Flugzeugen, sondern allein um diesen Schritt. Und Karl Henderson sagt auf Facebook reine Symbolik. Die 4 Flieger verändern gar nichts. Ja, wie sich die Situation weiterentwickelt wird, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben für euch. Und ich sehe hier gerade noch, danke für eure 19:30 Uhr Streams und danke für die Kommentarmöglichkeit hier. Da sage ich danke für eure Kommentare und dass ihr immer so fleißig in den Chat schreibt. Wir sehen uns wieder bei ZDF heute live, wenn ihr mögt.